Boah, wichtig. Ganz, ganz wichtiger Headshot noch mit der Glock. So, jetzt müssen die Smokes liegen. Sehr gut. Gehen da nicht hoch, ohne die Smokes zu werfen. Boah, krass von Fries. Wie den noch gesehen hat. So, aber wenn es einer machen kann, dann Rals. Ach, schade. Zu hektisch. Das kann er ruhiger spielen. Halbzeit geht schon mal an Fnatic, aber eine siebte Runde wäre auf jeden Fall verdient. Fries echt immer nur noch am Großen. Anhexe spielt einfach nochmal ihre Taktik, die sie vorhin schon des Öfteren ausgepackt haben. So, und das weiß, müsste jetzt Fnatic eigentlich auch, Anhexe eigentlich auch wissen. Nubi muss das ansagen, dass da zwei offensiv sind. Aber sie sind gezwungen, es zu spielen. Wobei sie gut rauskommen eigentlich an der Tür. Ach, sie müssen hinter der Kiste aufpassen. Boah, tun sie nicht. Schöner Refrag, aber jetzt müssen die Smokes und Flashes kommen. Boah, Lombe passt auch nach hinten auf. 2 gegen 2, aber Barry richtig low. Boah, Barry, super, super wichtig. Und da war es nur noch Freeze. Aber die Smoke ist dünn. Zu dünn, würde ich fast sagen. Und er wartet auf sein Mate. Barry kommt nochmal in die Mitte. Er hat auf jeden Fall viel Zeit. Sehr schön gemoved von Barry. Und Fries hat noch keinen Fokus. Jetzt erst. Boah, aber auch immer Timing von Fries. Aber das hat natürlich die Möglichkeit für Rals gegeben, auf Spot zu kommen, die Bombe sicher zu legen. Barry spielt es einfach auch perfekt. Geht da weg. Kein weiteres Risiko. Rals mit dem Headshot. Zu spät geswitcht von mir, aber dennoch 8 zu 7. Doch noch eine schöne Halbzeit geworden. Sah ja am Anfang nicht so aus. Eine dritte Map wäre hier eigentlich angebracht. Wobei Anexis als City immer irgendwie sehr defensiv steht. Auf Toskana auch gestern nicht wirklich mit Kontrolle gespielt hat oder selten. Und das könnte ihnen natürlich auch zum Verhängnis werden. Pistol ist natürlich Pflicht. Und dann die Keyrounds gewinnen und dann sehen wir hier eine dritte Map. Und wahrscheinlich wird es wieder Inferno werden. Nuke glaube ich nicht. Ja, wobei, bei den Teams könnte man auch Train sehen. Bei Train muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, aber gut. So, das Übliche hier wieder. Pause zwischen den Halbzeiten. Oh, Skyline, mein Fnatic spielt kein Inferno, wird Train werden. Okay. So, das zweite Finale, Halbfinale findet dann um 15 Uhr übrigens statt zwischen Navi und Place2Play. Place2Play ja mit Neo als Stand-in. Da bin ich auch sehr auf die Maps gespannt und ob Neo seine gute Leistung von dem Event fortsetzen kann. Muss mal eben gucken, ob es schon Stats gibt.
Events. Jo, gibt schon Sets. Top-Player zurzeit Modi. Kann dir mal kurz aufrufen, mir geht's ja sowieso noch nicht weiter. So, da haben wir die General Overview. Schauen wir mal an, Pistol Rounds. Ja, Onyx ist ein gutes Pistol-Team. 78% Win, Navi hinterher und Fnatic nur 58%. Haben wir auch gesehen, Onyx ist vorhin eine Pistol gewonnen. Eine verloren, also so schlecht sind sie auf jeden Fall nicht. Zahner ist auch ein guter Pistol-Spieler, allerdings auch Trace mit in den Top 5. So, jetzt mal die Overall-Stats. Ja, Kral ist auf jeden Fall verdient da in den Top 6. Allerdings Modi einfach mit einem super krassen Turnier eine KD von 2,03. Ist schon heftig. Bei Edward auch. Edward hier mit dem mit der größten KD-Differenz. Hat allerdings auch eine Map mehr, muss man sagen. Nexus ist doch relativ nah beieinander und hier keiner fällt hier irgendwie ab. Barry hier der schlechteste, hat aber trotzdem noch positive Stats. Von daher ist es in Ordnung. Senja auf jeden Fall zu Recht weit unten, hat mir gestern nicht gut gefallen. Hat man eigentlich keine wirklich guten Runden von ihm gesehen. Ja, und der Rest ist ja eigentlich fast egal. So, wo steht Neo eigentlich? Neo doch gar nicht so weit oben. Mal gucken, was er heute gegen Navi ausrichten kann. So, noch ein paar interessante Stats. Natürlich sehr bezeichnend hier. Die ganzen Bob-Teams, will ich mal meinen. Alle schöne Minus. Place to Play fällt ihm von Stats her schon arg ab. Und so könnte am Ende natürlich auch die Abschlussplatzierung aussehen. Fnatic, Navi, Anexus und Place to Play Vierter. Wenn man nach den Stats geht, nach der KD. So, haben wir schon Aces? Nope. Haben wir noch keine Ace gesehen, okay. Also vielleicht in den Halbfinals das erste Ace. So, bisschen haben wir auch schon angeguckt. Mal noch die General wegen den Maps. So, D2 natürlich wie üblich. Lasse ich Newcomer noch. T-lastig Newcomer noch gar nicht gesehen. Tuscan doch immer noch ausgeglichen. Inferno auch. Trend auch noch nicht gesehen, aber das zählt ja natürlich auch super mit dabei. Also alles beim Alten quasi. Auch die Kills, AK ist da immer on top. USP auch immer das drittstärkste meistens. Aber ja, auch 10% AWP Flex. Also, nette Statistiken. Mal gucken, wie es dann morgen im Finale aussieht. Da kann ich auf die Statistiken nochmal eingehen. Und, ja. Mal gucken, wer sich dann morgen im Finale gegenübersteht. Zurzeit stehen die Chancen gut für Fnatic. Allerdings müssen sie dazu die zweite Halbzeit natürlich noch gewinnen. Um dann mit 2 zu 0 ins Finale einzuziehen. Dort wartet dann natürlich Place to Play oder Navi. So, Spieler bewegen sich wieder. Krass, wie lange die immer brauchen. So, wenn der Stream laggt, Marki, dann einfach reporten. Mal noch im Browser probieren. Auf der Twitch-Seite gucken. Also nicht nur embedded gucken.
Schauen, ob Flash aktuell ist. Grafikkartentreiber sollte nicht uralt sein. Und dann sollte es eigentlich laufen. Boah, ich habe keine Ahnung, wann das Finale ist. Hier kommt die Frage auf. Es müsste auf jeden Fall morgen sein. Ich hoffe, es ist nicht allzu früh, sondern so eher nachmittags irgendwann. Kann ich nicht sagen. Ich habe keinen Zeitplan gefunden. Muss mich da auch auf halt für Augen verlassen. Die ja zum Glück vor Ort sind. So, die Spieler bewegen sich wieder alle, also es sollte jeden Moment hier weitergehen. Na, ist doch gut, dass du reportest. Ist ja auch, wie gesagt, dass ich direkt was ändern, ist zweifelhaft. Also, aber besser reporten als nicht reporten. Damit Twitch überhaupt was mitkriegt. Je mehr Leute reporten, umso mehr Ressourcen kriege ich vielleicht oder so, keine Ahnung. Was schreibst du denn für Sätze bitte, Raiko? Bist du noch besoffen? Ganz ehrlich. Achtung, Zitat. Mein PC, an dem ich gerade sitze, ist 9 Jahre alt, nichts Neues drin. Habe zwar einen neuen, aber... Punkt, 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 Smiley. Coole Aussage. So, in 10 Sekunden geht's los. In 3 RRs geht's los. Da ist der erste, da ist der zweite und der dritte folgt hinterher. So, auf geht's, Anexis. Dritte Map, bitte. Erstmal ein paar Teamkills. Also die Spieler wissen auf jeden Fall gut, wie sie die Spectator verkraulen können. So, übrigens nächste Woche DreamHack Bukarest. Da werde ich auf jeden Fall mir den Zeitplan anschauen und sehen, inwieweit ich da wieder streamen kann. Werde ich dann auf den üblichen Kanälen wieder announcen. DreamHack Bukarest ja mit noch ein paar mehr Teams, noch ein paar mehr guten Teams gespickt als das Event. Wobei jetzt hier 4 Top-Teams noch dabei sind, ist schon mal wesentlich interessanter als, ja, aber überhaupt interessant. Dass man solche Spiele nochmal zu sehen bekommt. Und bisher haben wir ja ein paar gute Matches gesehen, ein paar gute Maps. Und ich hoffe, das Finale wird richtig gut. Na komm schon, die Resets kamen doch schon. Was warten die denn jetzt noch? Langweilig, sie sollen anfangen.
So, jetzt aber. Komm, jetzt nochmal die Wiese. Naja, gut. Immerhin geht's jetzt los. Zweite Halbzeit auf der zweiten Map. 7 zu 8 der Spielstand. Anex ist hier in der im Rückstand, im minimalen Rückstand. So, wie üblich müssten wir eigentlich USPs sehen. Da ist auch schon die erste bei Trace. Fnatic Richtung Lobby unterwegs. Und der nächste ist auch am Z-Offensiv. Da kommt keine Silent von hinten. Interessante Aufstellung von Fnatic. Rechnen auf jeden Fall mit einem Push. Verstecken sich gut hinter den Kisten. Sehr gute Aufstellung, gefällt mir. So, der nächste ist wirklich sehr Z-lastig und dort wird es wahrscheinlich auch hingehen. So, jetzt kommt. Jetzt gibt es den Go. Boah, der E leider zu früh. Er wurde nur gelockt. Gute Entscheidung, jetzt Mitte hochzugehen. Ah, fuck, Lomme ist natürlich unten. Also Mitte, gute Entscheidung. Boah, nein, Barry auch stand super offen. Nugi stirbt auch direkt. Boah, Lomme wird da auch nicht mehr viel machen kann von unten. Och, Kerrigan auch schöner Burst. Oh nein, Lomme ist direkt verraten mit dem Schuss. Auch wenn der T da durchgelaufen ist. Alter, was eine krasse Piste schon wieder von Fnatic. Boah, aber ein kleiner Fehler von Barry, würde ich meinen. Dass er da so zu offensiv steht. Hat Fnatic quasi den Frag geschenkt. Der Spot war zwar ohnehin frei, aber ach, gut gemacht natürlich auch von dem Spieler unten am Z, dass da nicht direkt alle sind. Die HE es ging komplett ins Leere. Einfach super ausgespielt, super runtergespielt von Fnatic die Pistol. Und das ist genau das, was wir nicht wollten. Die dafür USP-Spar machen. Hat wahrscheinlich kein Frag. Ja. Aber Annex ist wenigstens relativ kompakt am Großen. Boah! Ah, schade, war nicht der Frag von Krüger von Barry. War schön. Erst beiden Frags sitzen. Barry jetzt aber sehr schön gemoved noch. Schade, das wäre richtig gewesen, dort noch einen Frag zu ziehen. Oh, Barry, Zahne kommt zu spät. Ralz aber noch an der Tür. Oh! Was für Deagles! Sauber, Mann! Da holen sie direkt die Deagle-Eco. Richtig geile Shots. Wie viele Headshots waren denn das? Wo ging's los? Hier, glaube ich. Lommer mit einem. Ralz mit einem. Ralz mit. Also, Ralz wirklich unglaublich gut. Sehr schön. Anexis rettet sich hier wieder ins Spiel. Aber jetzt müssen sie auch die Runde gewinnen. Also, es wäre wirklich bezeichnend für das Spiel auch, jetzt direkt wieder die Runde abzugeben. Aber das muss so einen Motivationsboost geben jetzt. Oh, gut von. Nächstes der Boost im Z, Mitte kurz gecheckt. Also holen sich ein bisschen Kontrolle. Ui, sehr unorthodoxe Posi von Zanoi. Boah, die gefällt mir gar nicht gut. Kommt jetzt eigentlich nur auf Timing an. Da wurde er, glaube ich, gesehen. Alter, wie schlecht von Zanoi, muss man sagen. Modi ist so mit drauf, aber es geht nicht durch. Mann, wie sie sich da ausspielen lassen. Also die Runde geht auf jeden Fall auf das Konto von Zanoi. Wenn er dort gut steht, irgendwie Bug oder so, am L hinten, was weiß ich, oben an der Leiter, kann er sonst wo stehen.
Aber nicht so. Das muss er wenn dann mit einem Mate machen, dass ein Mate irgendwie ablenkt. Aber die Kiste, die wird auch halt gut und gern mal gebankt. Mann, 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 Mann. So eine schöne, geile Deagle-Eco und danach die Runde einfach komplett verkackt, komplett versagt. Das wird wohl auch die Doppel-Eco bedeuten. Außer sie trauen sich hier nochmal auf Deagle zu gehen. Aber das bezweifle ich. Also Mitte Goes auf Tuscan sowieso eine meiner Lieblingstaktiken. Einfach unglaublich effektiv. Unglaublich schwer zu handeln als CT. Und gerade in der Eco eigentlich unmöglich, das zu halten. Doch keine Doppel-Eco. So, Zahne muss jetzt aber eine gute Schippe drauflegen. Okay, fast an der Tür mit dem Duell unten. Sehr gut. Ralz gewinnt. Hat er anscheinend auch die Steps gehört, dann auf Timing rumgezogen. Gut gemacht. Jetzt aber Zahne immer noch auf sich allein gestellt. Und Katze. Oh Gott. Banane ist komplett offen. Nugi jetzt am Schieben. Boah. Und Modi nimmt natürlich noch. Ey, fick dich, Modi, ganz ehrlich. Aber. Boah. Okay, Zahne kann vielleicht doch noch drehen. Schade, dass er keine M4 mit Charlie hat. Und sie rechnen auf jeden Fall nicht mit ihm. So, einen macht er. Wo sind die Mates? Schöner Headshot. Vielleicht nochmal die Chance. Bombe tickt relativ schnell. Oh, aber Trace. Barry. Boah, und Modi ist richtig weit weg. Kommt sie einfach durch. Er zieht durch. Sehr schön. Hat sogar das Kit. Da kommt Modi angehoppelt. Oh, er bangt ihn sogar noch. Aber sauber, Mann. Gut gerettet von Zahnö. Der Headshot oben auf der Markise war unglaublich gut. Wie er vorher stand, eigentlich total schlecht. Und Modi, schade, dass ich nicht drauf war. Räumt er einfach an der Katze auf. Macht eigentlich den Fake perfekt. Aber was für interessante Runden, die wir hier sehen. Sehr gut. Fnatic natürlich noch Geld durch den Plant. Alexis traut sich was in der Mitte. Und es geht wunderbar auf. Nur noch Freeze gegen drei. Gegen drei Farmers. Gut, gehen da auch kein weiteres Risiko ein. Könnten da eigentlich doppeln. Alter, was sie da machen! Warum sie, wenn sie sich einfach zusammen reinhocken, aber. Oh, da nicht an der Kante. Einfach beide oben links oder so, dann kann Fries niemals beide. Hey. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ganz ehrlich, Anexis hat's nicht verdient zu gewinnen. Anexis machen dann so viele Fehler in den entscheidenden Runden, dass Fnatic einfach das Spiel verdient gewinnen muss. Das 2 war auch schon teilweise so. Und leider, leider ist Anexis hier doch unterlegen. Fnatic ist da eine Nummer zu groß. Aber wenn sie mal solche, wenn sie mal anfangen würden, solche Situationen besser runterzuspielen. Sie hätten locker das 10. Runde haben können. Da wäre noch einiges drin gewesen. So schenken sie Fnatic jetzt unnötig Runden, sind immer mehr unter Zugzwang, immer mehr unter Druck. Und ob sie dem Druck standhalten können, wage ich zu bezweifeln.
So, 13,9. Schauen, ob sie wieder Geld haben. Sieht nicht danach aus. Oh Mann. Wie ging die erste Map gleich nochmal aus? 16,6. Ja, im Endeffekt haben sie 3 Runden mehr geholt als auf das 2. Gute Entscheidung von Fnatic B zu gehen. Da steht wieder nur Zahn mit USP. Wir gehen räumt auf. Und Fries hinterher. 14,9. Boah, jetzt können wir mir so fast 2-3 AWPs vorstellen bei einem Nexus. Aber wir sind keine einzige anscheinend. Ah, vielleicht Zahnoi doch. Müsste M4 haben, oder? Na komm schon, zeig die Waffe. Ja, hat M4 und Modi schon unglaublich weit oben. Und Zahne mit 2 AP, immerhin gewinnt er mal ein Duell. Wobei das natürlich auch schon wieder sehr eng war. So, Barry gut an der Katze das Duell gegen Kerrigan gewonnen. Gut, dass es nicht Modi war. Und gut, dass Rals im Z noch steht. Anex ist mit der Chance zur Runde. Da sieht man, es strahlt sich da komplett unsicher. Trace ist schon auf dem Spot drauf und hat die Bombe. Geht aber erstmal auf Frag. Und hat das Timing gegen Rals, der da aber auch sich komplett unsicher war. Er hätte da viel früher eine andere Pose sich suchen müssen. Damit er nicht zu beiden Seiten irgendwie offen steht. Hätte da locker auf die Leiter. Boah. Schon Headshot von Barry. Hätte da locker hinten hochgehen können. Unteres L oder sowas. So, 2 gegen 1. 1 gegen 1. Im Trace ist da ein Monster drin. Und die Bombe tickt viel zu schnell. Ich weiß auch Bescheid. Lomme weiß natürlich auch Bescheid. Ja, keine Chance für Lomme. Schöne Kniebeugen nochmal. Aber für den Cut das Draw. Da muss Lomme einfach am Anfang durchziehen oder. Ach! Da fehlt es einfach an so vielen Ecken leider. An so vielen Ecken und Kanten. Aber wenigstens viel Schaden gemacht. Wenn Barry dann einen Ticken besser schießt. Och, wieder Contact B. Da ist komplett frei. Sie blocken 2Z. Also das Zuskan-Spiel gefällt mir überhaupt nicht als CT von Anexis. Da haben sie auf jeden Fall noch sehr viel Nachholbedarf. Bis Dreamhack Bukarest. Aber vielleicht doch noch die Chance. 3 gegen 3 Situation. Oh, Lomme noch ultra weit weg. Oh, kriegt zwar jetzt den Frag, aber Posi ist bekannt. Gegen 2. Relativ viel Zeit noch, aber Kerrigan spielt es da gut. Vierte war es sogar. GG ist vorbei. 16:9 overall. Zweite Map geht auch an Fnatic. Fnatic. Und sie ziehen somit ins Finale ein. Hier geht es weiter um 15 Uhr laut Zeitplan.